Ja, hallo liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen zu unserem ersten Gartenrundgang im Jahr 2021. Wir haben jetzt Mitte Januar, der Schnee ist geschmolzen und ich will jetzt einfach mal die Gelegenheit nutzen, um euch durch den Garten zu führen. Vielleicht finden wir ja was Spannendes. Hier unser Hochbeet, das haben wir ja letztes Jahr gebaut und da habe ich im Herbst nochmal Endiviensalat eingepflanzt. Der wächst so sehr langsam vor sich hin, aber die Pflänzchen haben den Frost gut überstanden. Die Blattherzen oder die Salatherzen sind recht fest, sodass hier jetzt wieder neue Blätter rauskommen. Also ich denke, vielleicht wird er noch was im Frühjahr, ansonsten wird er durch Kopfsalat ersetzt. Und hier, der Schnittlauch sprießt auch schon, also der denkt auch schon, es wäre Frühling und will endlich rauskommen. Ja, hier im Gemüsegarten habe ich jetzt eigentlich seit dem Herbst gar nichts mehr gemacht. Ich habe das Laub hier so liegen lassen, die Pflanzenreste, um einfach den Regenwürmern und den Mikroorganismen im Boden Nahrung zu geben. Aber ich denke, wir werden hier auch noch was ernten können. Deswegen schauen wir uns als erstes mal die Radieschen an. Ja, hier hatte ich ja im Spät im Jahr noch mal Radieschen und Rettich ausgesät. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie sich die über den Winter gemacht haben. Wir hatten ja zeitweise auch Schnee und relativ zweistellige Minusgrade. Aber die Radieschen scheinen es wunderbar überstanden zu haben. Können wir mal hier ein paar rausnehmen oder mal hier schauen. Also wirklich schöne Radieschen und jetzt Mitte Januar frische Radieschen, das ist doch wunderbar. Es waren verschiedene Sorten, so eine Mischung. Also Radieschen sind echt frostunempfindlich, das ist der Wahnsinn. Manche sind auch hier nicht mehr so schön, also das zum Beispiel, das ist kaputt. Ich weiß natürlich nicht, ob die jetzt holzig sind oder nicht. Das zeigt dann die Geschmacksprobe. Aber wir werden jetzt uns einfach mal was rausnehmen für die Brotzeit heute Abend. Schaut euch das an, hier so ein kleiner Eiszapfen. Und hier nebendran habe ich noch eine Reihe Rettich gesät. Das ist so ein Winterrettich oder ein Herbstrettich. Da wollen wir jetzt auch mal nachgucken, ob der was geworden ist. Okay, also er hat eher die Größe eines Radieschens. Vielleicht. Gut, sieht jetzt auch nicht so wie ein Rettich aus, aber ja, trotzdem kann man nicht zufrieden sein mit den Wurzeln, also die sehen relativ gut aus. Wenn die auch noch schön zart sind, dann ist es ja perfekt im Januar hier so eine Ernte einzufahren. Ich werde die jetzt mal waschen und dann schneiden wir mal eins auf und gucken, ob die schmecken. Hier, ich habe sie jetzt mal ein bisschen abgewaschen. Und jetzt schauen wir einfach mal rein. Oh, das sieht nicht gut aus. Sehen holzig aus. Probier mal. Ja, man kann sie essen. Ich nehme an, dadurch, dass sie jetzt schon so lange drin sind, dass sie einfach nicht so schön zart sind wie im Frühjahr. Aber dennoch schmecken sie eigentlich noch ganz gut. Besser, wie sie aussehen und sind vor allem schön frisch und schön scharf. Ja, hier habe ich noch Kohlrabi stehen. Und zwar haben die jetzt alle hier wie so eine Taille. Das hat folgenden Hintergrund, dass ich die im Sommer gepflanzt hatte. Und da war dann, die hatten dann einen starken Erdflohbefall, sodass die ganzen Blätter abgefressen worden sind. Aber die haben sich alle wieder erholt. Deswegen sehen die jetzt so lustig aus und da werden wir jetzt auch einen für heute Abend ernten. Mal schauen, wie die dann noch schmecken. Notfalls kann man sie immer noch irgendwie als Gemüse kochen. Ja, hier unser Mangold, also wie ertragreich der war, das war der absolute Wahnsinn. Wir haben jetzt vor kurzem auch wieder was abgeschnitten, also der wächst jetzt im Winter sogar weiter, also das ganze Jahr. Jetzt sterben die meisten Wurzeln langsam ab,
Also hier wird es richtig faulig, aber manche treiben richtig frische Blätter noch raus. Und wenn man da mal reinschaut, das sind so schöne Bilder, fast wie so ein Vulkan. Also wirklich faszinierend, welche Farben der hervorbringt. Und wie gesagt, also der ist immer noch erntereif. Da, wenn die Blätter groß genug sind, schneiden wir uns da wieder welche ab. Und dann wandern die in die Küche und geben schönes Gemüse. Hier in meinem Eck ist ja dieses Topinambu-Eck. Ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, wie hoch die im Sommer waren. Und da nehmen wir jetzt auch die ganze Zeit schon Knollen raus. Und ich habe ja hier gar nichts eingepflanzt im Frühjahr. Also das waren wirklich nur die Reste, von denen ich gedacht habe, es wäre nichts mehr drin. Jetzt schauen wir einfach mal, wie so sich die Knollen entwickeln, wenn die überhaupt keine Zuwendung gekriegen. Hier, man sieht sie, hier kommen die schon richtig an die Oberfläche. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man die Knollen nicht verletzt, aber so schöne Knollen. Oh. Bitte mal die Kamera hierher. Guck mal diese tennisballgroßen Knollen an. Also Topinambur ist so ein ertragreiches Gemüse und es wächst wie Unkraut, es braucht überhaupt keine Pflege, gar nichts. Und sobald man eine Knolle nur vergisst in der Erde, treibt die wieder aus und bringt wieder reiche Ernte. Also das ist, wenn man wenig Platz hat und was Ertragreiches braucht, ist Topinambur genau das Richtige. Der Geschmack ist ein bisschen eigen, also man muss sich daran gewöhnen. Wir mischen den viel mit Kartoffeln, also zum Beispiel im Kartoffelsalat oder als Kartoffelbrei. Da kommt dann immer Topinambur mit rein. Ist ganz gesund, ganz gute für die Verdauung und für die Darmgesundheit ganz hervorragend. Und ja, das ist jetzt noch, ich glaube, das ist noch die gelbe Sorte. Ich hatte zwei Sorten mal drin. Also wirklich, Topinambur kann man eigentlich den ganzen Winter ernten. Wichtig ist nur, dass ihr nicht wie Kartoffeln erntet, also nicht im Herbst alles auf einmal raus, weil der durch seine dünne Schale dann schnell schrumpelig werden würde. Also den muss man immer frisch aus der Erde holen, wie man ihn gerade braucht. Die Hühner kriegen jetzt gleich das Grün von den Radieschen. Mögt ihr das? Na klar, lecker. Jetzt werfen wir noch einen Blick in die Gewächshäuser. Das Gewächshaus ist immer zu,
das ist immer auf. Ihr werdet auch gleich den Unterschied sehen. Hier habe ich auch den Endivien-Salat ausgepflanzt, zur selben Zeit wie im Frühbeet, im Hochbeet. Und man sieht hier richtig den Größenunterschied teilweise. Ist er doch erheblich größer, weil es hier einfach geschützter ist als draußen. Und dann habe ich hier nochmal einen Versuch gemacht. Im November war das, glaube ich, nochmal ein paar Radieschen ausgesät. Die sind allerdings noch ohne Knolle, aber vielleicht, wenn es jetzt wärmer wird, vielleicht kommen sie ja dann doch noch. Ansonsten ist hier nicht viel los. Jetzt schauen wir noch ins andere Gewächshaus. Genau, hier seht ihr schon, hier ist das Schlachtfeld, beziehungsweise hier baden die Hühner im Staub. Das ist ganz wichtig für die Gefiederpflege und ich habe mich dazu entschieden, dass ich sie hier reinlasse, weil ich jetzt nicht weiß, ob bei uns jetzt die Stallpflicht noch kommt wegen der Vogelgrippe. Und wenn ich jetzt hier Salat anpflanzen würde, dann wäre es ja Schmarrn, wenn die Hühner dann reinkommen, weil dann wäre alles umsonst. Deswegen habe ich gedacht, lassen wir das mal auf, sodass sie hier jederzeit rein können. Aber ins andere dürfen sie nicht rein. Oh, oh, da ist schon eine rein. Die will den frischen Salat. Sonnenblumenkerne fressen es eigentlich richtig gerne. Die sind ja auch in meiner Futtermischung drin. Und da sehe ich sie, wenn ich sie mit der Hand fütter, dann fressen sie die Sonnenblumenkerne eigentlich immer als erstes. Also ich denke, wir schauen jetzt noch in den Hühnerstall. Um da jetzt nochmal den jetzigen Stand zu zeigen. Jetzt werfen wir nochmal einen Blick in die Nester. Wir haben heute Samstag, seit letzten Sonntag legen die Hühner. Teilweise haben sie die Nester nicht getroffen, beziehungsweise hatte ich am Sonntag noch gar keine Nester, aber habe sie dann natürlich schnell reingelegt. Es waren 3 Eier, glaube ich, kaputt oder angeknackst. Eins war komplett kaputt, weil die alle aufs Kotbrett gelandet sind. Dann habe ich mir hier so Gipseier gemacht. Einfach so ein altes Osterei aus Plastik mit Gips gefüllt. Das habe ich hier drüben auch gemacht. Da war es erstaunlich, dass es sofort eine Stunde später hier ein Ei drin lag. Also hier das Gipsei. Und hier das Ei von heute. Das ist jetzt unser 8. Ei. In 7 Tagen. Die Eier hatten immer so ein Gewicht von 37 bis 40 Gramm, was ich bis jetzt gewogen habe. Die Farbe ist so ein bisschen, ja, eigentlich ganz hellbraun. Dachte eigentlich, die wären richtig cremeweiß, aber geht eher doch ins Bräunliche rein. Also wie so ein gekauftes, helles, braunes Ei eigentlich. Und sehr spitz sind sie auf jeden Fall. Aber das könnte daran liegen, dass es halt einfach noch sehr kleine Eier sind. Ja, das war auch schon der kleine Gartenrundgang im Januar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit einschaltet. Und bis dahin macht's gut. Tschüss.